So, weiter geht's heute mit dem Qualifying. Und ja, wie schon in der letzten Folge kurz angeschnitten, es geht nämlich um rein um gar nichts. Position ist eh klar, wir sind ganz, ganz hinten und können eigentlich ziemlich befreit heute dieses Wochenende angehen. Aber es gibt immer noch eine kleine Einschränkung. Also, wie gesagt, Platz 2 in der schnellsten Runde würde reichen, um, wenn Hamilton keine Punkte holt, den Titel zuzumachen. Also ich erwarte noch nicht das, was heute machen oder dieses Wochenende machen. So, okay. Na dann. Gehen wir mal raus auf die Strecke gleich. Sekunde. Genau, so war es geplant. So, fahren wir mal. So, wir können ziemlich befreit angehen. Die Strafe haben wir. Aber zumindest habe ich ein komplett frisches Auto und für die letzten beiden Rennen. Das sind nochmal 5 Plätze, aber es kommt bestimmt nochmal ein Mega-Block dazu. Das sind so 15 Punkte, das können 15 Plätze. Gut, dann wären wir 16. Würde zumindest einfacher machen zum Platz 20, aber wie gesagt, ich denke nicht. Mal gucken. Oder aber Glück, vielleicht haben wir sogar Glück, dass wir gar keine. Das war wirklich nur 15 Plätze bekommen. Weil dann wären wir nämlich 16 da und von Platz 16, das ist ein bisschen einfacher fahren als von den 4 Plätzen weiter hinten. Mal gucken. Wie gesagt, es reicht ein 2. Platz plus der letzte Runde, wenn Hamilton keine Punkte holt. Oder ausfällt im Idealfall. Das ist zumindest die Grundvoraussetzung für heute, dass wir es heute klar machen. Wir haben jetzt 33 Punkte Vorsprung, dann wären es bei 52 und die mehrere Siege sollte Lewis dann geschlagen sein. Aber wieder schauen. Einfach schauen, wie es heute ausgeht. So, gehen wir mal auf die schnelle Runde. Ja, natürlich hast du die Schikane überhaupt nicht getroffen. So, erste schnellste Runde kommt von Lance Stroll, die 22.0, das ist die wir auf Gelb gefahren sind. Ich habe jetzt nicht gesehen, von wem diese Runde kam. Jetzt kommt jetzt mal den Carlos Sainz mit 21.8. Durchaus eine Zeit, die wir schlagen sollten oder können. Vor uns der Haas, der ist Hamilton 21.3, die knacken wir auch die Zeit. Und zwar ziemlich deutlich mit einer Sekunde. Das ist der fastest Lap so far. Well done. Magnus, das ist Latifi hinter uns. Zieht zurück, muss er ja auch, weil er aus der Box kommt und wir
Aber jetzt eigentlich zurück in die Box fahren. Wir werden noch einen Schuss setzen müssen. We've only got two laps of fuel left. Na, schon klar. So, kann man schön hier abbrechen. So. Also, knapp über eine halbe Sekunde vor Lewis oder knapp um die halbe Sekunde vor Vettel und Hamilton. Ist zumindest mal die erste Ansage. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Aha. Ja. Was unser Rennstunde so gerade gequatscht hat, das seht ihr unten. Habt ihr unten gesehen, kurz im, in den Untertiteln, die ich auf Deutsch habe, während ich mein Rennstunde auf Englisch habe. Darüber begleiten Max Verstappen wohl. Ich glaube aber, dass der nicht auf der schnellen Runde ist. Der ist definitiv auf der Inlap, oder? Ja. Weil alle jetzt ihren ersten Schuss gesetzt haben. Momentan, oh, Leclerc, dran. Der zweite Sektor ist halt der, das Kupferreich, da ist eher mehr Power gefragt. So far, our fastest lap is a 120.8. Das wäre eine faustdicke Überraschung, wenn wir die beiden Ferrari auf Pole hätten, auf den, in der ersten Reihe hätte. So, wir haben noch gute 10 Minuten, 5 Minütchen, dann geht gleich weiter. Ich melde mich dann sofort zurück. We're top of the speed trap, 350.6 kilometers per hour. Okay, the circuit is clear at the moment. We're good to go.
So, da geht's weiter. Mit dem zweiten Versuch. Carriage, ja, können wir uns die provisorische Pole zumindest holen? Nehmen wir mal ein Statement setzen, damit wir wissen, wo wir dran sind. Egal, wir werden eh ganz hinten starten und dann hoffen, das war einfach das Beste. Ob wir nochmal eine krasse Vorjagd wie in Belgien schaffen. Da waren wir zwar nur von Platz 11 rausgekommen. Wir konnten das Rennen gewinnen, aber hier in Italien, mal gucken. Da wäre statt jetzt Ferrari auf Pole. Voraussetzung, die kriegen nicht irgendwie noch zusätzliche Strafe. So, 6 Minuten haben wir noch hier in Bella Italia. Da wollen wir natürlich auch nochmal hin. So, Luis ist jetzt hinter uns. Der jetzt entweder auf der schnellen Runde oder... Ich lasse jetzt gerade mal ziehen gleich. Ich lasse mal fahren. Lustig irgendwie im Wege stehen dem Teamkollegen, aber... Wenn das Winner die Pole holt, ist es halt so, alles ist gut. Ja, dann können wir sowieso nicht. Und da muss man nicht unnötig noch eingreifen, wenn wir ziemlich befreit auffahren können. Auf Hotlap schon, dass wir direkt die Power mitnehmen können mit dem Auto. Und Luis knackt unsere Zeit. Fahrer vor mir. Luis ahead, their best lap time is a 1 minute 20.8. So, momentan nehmen wir ein bisschen was Vorsprung mit, gehen jetzt also quasi wieder in Führung. Also, wir kriegen sie mitgenommen, die Runde. Ja, wieder der zweite Sektor, der nicht ideal ist. So, jetzt haben wir der Kollege nicht da vorne im Weg stehen. Und dann nehmen wir gleich einen Mega-Vorsprung mit und fahren auf 20.1, wenn alles gut ist. Hm, 20.2. Nicht so ganz. Aber zumindest mal nochmal die Bestzeit gekontert. Wobei, wenn ich ehrlich bin, wäre es auch der schon Status, wie das sein könnte, alles rum und dran. Wir haben ja tatsächlich das lieber, wenn die Ferrari auf Pole wären und Hamilton zurückfalten würde. Weil wir müssen ihn definitiv auf der Strecke schlagen und er darf keine Punkte holen. Vielleicht hat er ja auch eine Strafe und wir können es versuchen, irgendwie so zu kriegen. Ja, theoretisch können wir morgen den Tieren wieder zusammen machen, aber nochmal. Wir müssen Zweiter werden. Plus die schnellste Runde fahren. Wenn Hamilton keine Punkte holt, fährt es genau 52 Punkte. Die kann er dann nur noch aufholen im Rennen. Die kann er nur noch ausgleichen. Nicht mehr halt der Siege müsste es eigentlich durch sein. Zwei Minuten 20 haben wir noch. Kriegen wir sie nochmal? Wir kriegen keine neue Runde hin. Bis das Auto in der Garage ist, bis wir neue Reifen haben, bis wir noch rausgeschoben wurden. Das dauert halt alles, aber wir kriegen es nicht hin. Wir können jetzt auch nur noch gucken, was passiert. Hamilton müsste eigentlich in der Box sein, ist er auch. Frage ist, fährt er nochmal raus oder war es das auch für ihn? Nachdem, wie die Strafen aussehen. Es könnten die Strafen noch einiges durcheinander wirbeln.
So far, our fastest lap is a 1:20.2. So, sind jetzt nur noch 40 Sekunden. We're 20th in the speed trap, 350.6 kilometers per hour. 20 Sekunden, kann er Hamilton. Was macht Hamilton? Ist er überhaupt noch auf der Strecke? Wie ist das? Oder? Doch, einer. Ah, doch, er müsste. Er kontert noch mal auf eine Runde, ne? Aber bis der seine Runde durch hat, kostet es noch. Also er wird einen dritten Versuch setzen. Der wird auf jeden Fall die Pole. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Ob es reicht für uns? Wir haben einen guten Vorsprung. Haben wir den zweiten Versuch? Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere ja, gut, sag ja, 50 Punkte. Hamilton und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, wie gesagt, nochmal. Gucken wir, wie es am Ende ausgeht. Also, zweiter Platz plus vierte Runde, wenn Hamilton keine Punkte holt, sind wir Weltmeister. Und dann schauen wir mal. Wir starten auf jeden Fall von ganz hinten, soweit das es richtig aussieht. Vielleicht hätte Hamilton noch ein paar Strafen, dann könnten wir nämlich auch nochmal. Wäre es ein Vorteil. Also, kann man wissen, halt, muss halt viel passen. Das Gute ist, es ist trocken. Es bleibt trocken. Das kann es vielleicht sogar mit einem kleinen Vorteil ausmachen. So, da war es das mit der Quali, ne? Dann machen wir uns zum Rennen wieder morgen. Wie immer, 14 Uhr. Vielleicht sogar schon das letzte Rennen der Saison. Mal gucken. Also, na, das nicht, aber nichts. Ich denke mal, nächste Woche machen wir noch. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Genau so ist es. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Rennen hier aus Italien.